Yippie, eine komplett neue, noch nicht angeknabberte Partie und es ist 112 Polizei. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege Clubhouse. Ah, ich will Maestro nehmen und die Schrotflinte, ich will gucken. Bereich sichern wird gespielt, Termit wird schon genommen. Dann warte ich mal ab, ob jemand EMP-Mann nimmt, ansonsten nehme ich, okay, Fuse wollte ich sagen. Ibana haben wir auch nicht. Also einer muss den Kram aufsprengen können, den die verstärken. Wir haben Hammermann. Wir bauen nichts, was Geräte kaputt machen kann. Nicht Twitch, nicht EMP-Mann. Muss das halt so gehen. Also entweder das ist in der heutigen Aufnahmesession das allererste Mal. Kommt mir auch gerade so vor, dass wir eine frische Partie haben. Oh, das ist die zweite. Ich glaube, es ist die erste. Ich könnte einfach, seitdem ich bei der Folge nachgucken, wo ich vorgelesen habe, was hat sich geändert, dann nochmal gucken, ob die alle angerissen waren, die Partien. Ich glaube, die waren alle angerissen. Wenn, dann war maximal eine dabei, die nicht angerissen war. Ein Gegner lädt noch. Boah, das ging gar nicht gut. Auch noch nicht überzeugend. Ich trinke nochmal einen Schluck. Prost. Den Standort des Biogefahrgutbehälters. Wird schon. So. Wo sind die jetzt, die Schlinge? Ich gehe mal in den Keller. Achso. Hä, ist der Boden ja auch geändert worden? Der sieht so anders aus. Ah, die sind sogar noch super. Oh, eine Frau Frostmatte. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter. Ich war's nicht. Ich hab's nicht gesehen. Aha, Ying pennt noch. 10 Sekunden bis Einsatz. Einsatz in 5 Sekunden. Oh. Haben die das hier unten auch geändert? Da unten. Die Treppe wirkte gerade komisch. Oder war ich da nicht gerade auf der Höhe? Haben die Treppe, die Position auch geändert? Nachladen! Das klang auch gut. Nachladen! Nee, so klang es nicht, aber anders. Ich kümmere mich erstmal um die Außenkameras. Ja, der ist mittlerweile auch in der Wand, klar. Dann konnte man sich ja damals durchschlängeln. Nein. Buh, das war knapp. Hat schon rumgeblinkt. Nein. Ist nicht dein Ernst. Die haben hier eine Kamera, V-Kamera. Ach nee, Quatsch. Stimmt ja. Die habe ich ja kaputt gemacht. Ich blöd, Mann. Jetzt ist aus die Maus. Hier ist es mittlerweile zugemäuert. Ja, das haben wir jetzt auch schon gesehen. Geldraum habe ich schon beim letzten Mal mitbekommen. In der letzten Aufnahmesession, da ist jetzt auch zugemäuert. Deswegen ist der Raum jetzt vom schlechtesten Verteidigungsraum zum besten geworden. In etwa. So, Achtung, ich mal auf. Ich muss aber auch überleben. Wir können uns ja das Küchenfenster aufmachen. Oh, Splittergranate, nicht, dass die zu mir fliegt. Hauptsache, da kommt jetzt niemand raus. 5-3 klingt erstmal gut. Feindliche Aktivität. Kollege verletzt, war in Mathe gehüpft, oder wie? Noch ein Gegner übrig. Ein Gegner ist, glaube ich, hier hinten. Nee, doch nicht. Okay, das ist zu. Eingenommen hat er hier. Hat Ying. Ich will helfen. Ying hat ein... Was? Ich hab? Nee. Wobei, ich war ja auch drin, aber im Grunde hat er es Ying gemacht, weil sie war ja hier drin. Runde 2 verteidigen. Jetzt nehme ich mir Maestro und das Schrotflintengewehr. Schrotflintengewehr. Oh Gott, ich gebe das Alter ab. Das kann ich ja kaum glauben. 30er Kapazität. Ohohoho. Und wie viele Magazine? 3? Mindestens. Oh, oh.
Ich bin... Ah, das Ding ist so bescheuert. Der hat so blöde Sekundärwaffen. Genauso wie Alibi, wie ich finde. Ich glaub's nicht, ich gebe das Alter ab, nur um einfach mal die Schrotflinte auszuprobieren. Wir spielen noch nicht mal Bombe. Mann, lohnt sich's ja gar nicht. Wie viele Magazine? Über 120 Schuss, das ist ja krass. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Alter. Obwohl es gar nicht das Alter ist. Magazinwechsel! Hat ein Trommelmagazin und da passt so viel Schrot rein. Das ist böse. Wände wurden befestigt. Wo bringen wir es an? Kann ich hier anbringen? Nein! Kann ich nicht. Das war ein Versuch wert. Noch 5 Sekunden. Dann bringen wir hier an. Wenn ich darf. Halb am Motor befestigt. Jetzt müsste eigentlich noch jemand Außenkameras gucken. Nee, hier will ich kein mobilen Schild hinstellen. Hier auch nicht, da kommt gerade jemand an. Oh. Toll, ich habe noch kein Visier dafür, weil ich noch. Ja, weil ich das Ding noch nie gespielt habe. Ich muss mal Außenkameras gucken. Fuse schon. Nein! Das war meine. Außenkameras schon kaputt. Da ist noch zu. Okay, da war mal zu. 30 Schuss, es geht auch sowas von schief für den Gegner, wenn er uns zu nahe kommt. Kann man die linke Maustaste gedrückt halten bei ihm? Ich höre den Gegner noch links. Eieiei, ist das böse. Der hat ja nur 0,0 Chance, wenn man halbwegs gut reagiert. Das Ding verzieht aber auch ganz schön. Na, wobei, ich habe mich, glaube ich, einfach nur erschreckt. Wie das Blut dahinter gespratzt ist. Hat aber automatisch ein Visier drauf. Ein Gegner verbleibt. Der ist hier drin. Na, ah, Granatenmann. Den Biogefahrgut oder Frau. Ist neben uns. Nee, ist oben. Ah, okay, jetzt habe ich es gerafft. Der ist dort oben. Nee, doch nicht. Hä? Da hinten! Oh Gott, das ist Schwarzbart, ne? Das war zu offensiv, nur weil ich eine Schrotflinte habe. Vielleicht überleben wir das aber nochmal gucken. Jetzt geht er vielleicht zur Tür, der Blödmann. Deswegen lege ich mich mal hinter dieses Motorrädchen. Ja, genau, er geht zur Tür. Er soll sich lieber um sich kümmern, unser Vigil. Er hat diese Schrotflinte, ne? Diese, genau. Die Kopfschuss-Schrotflinte. Den Behälter zu sichern eingestellt. Wir sind jetzt egal, der muss diesen Typ da klein bekommen. Super. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Okay, das Ding nehme ich weg. Das ist zwar schon ziemlich böse, aber... ist auf jeden Fall eine Möglichkeit... Oh, fies. Ja, ich meine ja dieses Schrotflintengewehr. Dieses Scharfschützen-Schrotflintengewehr, so rum. Also mit dem Alter kannst du ja richtig aufmachen. Und mit richtig meine ich richtig, richtig. Wir haben es ja gesehen auf Café in der letzten Partie. Böse. Und ich habe auch jemanden damit umgebracht. Also so unnütz habe ich das gar nicht genommen. Aber das Alter wäre jetzt gegen Schwarzbart gut gewesen. So weit weg, so viel Schuss, so wenig Verzug. Ah, ärgert mich. Nimmt wieder keiner. Hat überhaupt ein Fragezeichen, ist noch neben uns. Okay. Nimmt Rekrut. Ach so, er hat auch gewartet womöglich. Er hat... EMP-Mann genommen, hat kurz vorher noch geschrieben, EMP-Mann. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden.
Er wollte womöglich Termit nehmen. Wollte aber selbst noch abwarten. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. So, ein Fragezeichen ist noch. Jetzt kann jemand anderes mal reinfahren. Gut, wir kennen alle. Jetzt heißt es... Es gibt ja auch keine Punkte mehr fürs weitere Markieren, ne? Oh. Hat uns angeguckt. Habe ich ja letztens auf der letzten Runde Café... Nee, das war Herford. Habe ich das ja schon als Verteidiger gemerkt. Aber auch als Angreifer gibt es keine Punkte mehr fürs mehrmalige Markieren. Noch 10 Sekunden. Also macht es ja kaum noch Sinn, hier wild herumzumarkieren, mehrmals. Noch 5 Sekunden. Außer jetzt ist gleich die Vorbereitungsphase vorbei und man markiert nochmal zum Schluss, damit man gleich sieht, hier und da und dort hockt jemand. Bitte nicht meinen Kopf wegknallen, das wäre schon ziemlich nett. Da haben sie schon kaputt gemacht. Den Rest auch schon. Wir müssen als, bevor EMP-Mann stirbt, mal schnell zur Tür. Zur Garagentür. Hier könnte jemand rauskommen, kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, die haben die Kameras zugemacht. Kaputt gemacht. Ich sehe gar nicht, doch, hier ist verstärkt. Das sah so unscheinbar aus. Ich mache jetzt, bevor ich sterbe. Jetzt schmeißt es eine MP-Granate ran. Und da ist offen. Ah, die haben Läsion. Da ist mittlerweile auch zu interessant. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Da war mal ein Holzfenster. Man wollte die Verteidiger abschwächen, indem man hier zumauert. Und hat allein mit dem Zumauern schon die Verteidiger verstärkt. Und jetzt hat man die noch mehr verstärkt, indem man noch Fenster weggenommen hat. Da beim Geldraum und da. Also ich verstehe Ubisoft überhaupt gar nicht. Lebt noch. Ich dachte, es wäre verletzt. Ich traue mich nicht nochmal runter, wenn da ein Fenster ist. Bestimmt vom Pool. Vom Pooltisch, vom Billardtisch. Mit hier oben jetzt einen festen Raum, wo man stehen kann, ohne markiert zu werden. Haben sie die Verteidigerlinie sogar verstärkt, wenn man hier, wie wir gerade, auf die Garage zu wollen. Man kann noch länger unentdeckt bleiben als Verteidiger, wenn man auf die Leute hier zielt, die hier an der Garage hocken könnten. Wenn unten jetzt jemand rausgeht, ey, das wäre böse und uns sieht. Lademagazin. Oh. Das ist aber noch komplett zu. Hä? Okay. Muss mich zur Seite lehnen. Ich geh jetzt hier runter. Wir müssen hier mal zur Rande kommen, nur noch 1,15. Womöglich hocken die oben. Hier wird keiner liegen. Da sieht uns gerade keiner. Dann machen wir hier noch auf. Sophia, jetzt überleben. Feindliche Aktivität. Oben hockt jemand. Gott, ich treffe sie nicht. Hä? Nur noch einer vom eigenen Trupp. Gott, 1 gegen 4, das überleben wir sowas von nicht. Gott, Kacke. Wo ist der andere? Da. Eigener Trupp getötet. Scheiße. Ich muss gestehen, ich wusste gar nicht mehr, dass es noch 4 sind. Ich habe da gar nicht so genau drauf geschaut. In der letzten Minute. In den letzten 2 Minuten. Das waren noch 4 ganze Gegner, ey. Böse. Dann haben wir oben Alibi umgebracht und seitdem gar keiner mehr irgendwas. Bereich sichern, wir brauchen keine Kontaktgranate und das All, da nehmen wir wieder.
Jetzt verstehe ich auch, warum der so viele Patronen da in seinem Anzug hat. Das ist sinnbildlich. Wobei Kessler hat ja auch ganz viele, aber ich glaube nicht so viele. Störsender Mann will der EMP-Mann, der ehemalige. Weil er Angst um seine Hologramme hat. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Einer muss die Luke zumachen. Die Matte liegt ja ziemlich gesichert. Wenn die keiner kaputt macht, können wir uns auf jeden Fall eine gönnen. Sascha Karl freut sich gerade über meine Fußabdrücke. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter. Ich könnte hier oben Maestro anbringen. Gesichert! Mach ich auch. Wenn die Drohne kaputt ist. Na gut, wenn sie überlebt. 10 Sekunden noch. Wo ging das gerade? Da. 5 Sekunden noch. Man könnte das bestimmt noch besser platzieren, aber ich muss jetzt wieder runter. Die Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich will hier unten noch was machen. Irgendwas. Ja, hier ist noch offen, okay. Falls die Fuse anbringen, aber erstmal anziehen. Genauso wie Alibi, und das machen wir hier noch zu. Oder wollen wir auflassen, damit wir dort reingucken können? Nee, ne? Nee. Also hier in den gegenüberliegenden Raum mit den Tischen und Stühlen. Oder mit dem Tisch. Okay, dann bringen wir hier an. Können wir über die ganzen Behälter hier hinweg gucken? Mein wunderschönes böses Auge ist bereit. Mein wunderschönes böses Auge ist bereit. Klingt schön. Die werden bestimmt mit Fuse ankommen, oder? Oh, hat da schon jemand angebracht? Nee. Wir können sie oben sehen mit dem bösen Auge. Oh, oh! Und gleich nochmal. Mist! Ich hatte es offen gerade in dem Moment. Ich wollte den Fuse anschießen, dann habe ich erst zu spät Termit wahrgenommen. Scheiße. Das wäre mal eine gute Position gewesen, um jemanden zu ärgern. Gott, Termit macht die Luke auf. Ah, Mist. Da war ich zu vorschnell. Ehemals Yokai. Aber immer noch Yokai. Keine Chance. Gibt's nicht. Habe ich ihn gar nicht getroffen? Das Fitzel da, das ist ein bisschen wenig. Mann, ey, war noch in der schlechteren Position. Ach, ärgerlich. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Da, Gegner. Ist das Finker? Ja, das ist Finker. Das ist Hammermann. Da links ist Finker. Komm schon, du schaffst das. Alibi, du bist fast tot, aber jetzt bist du wirklich tot. 2-2, wir haben 2-0 geführt. Das waren einfach zu viele jetzt, so wie das für mich zu viele waren. 1 gegen 4 waren das jetzt, glaube ich, 4 gegen 1, oder? Eieiei, mit Spielverlängerung, Verteidigung. Ob der Bell Hell wieder schreibt, Störsendermann? Womöglich wird er wieder nicht erhört. Ein Fragezeichen ist noch. Es ist Frau Frost geworden. Ich finde es immer noch erstaunlich, dass jetzt auch nach dem letzten Update Maestros Alda immer noch nicht abgeschwächt wurde. Das ist irgendwie, wie ich finde, so offensichtlich. Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Die bösen Augen werden sie bestimmt wieder kaputt machen. Ich würde gerne da oben anbringen. Da müsste aber jemand mal Räuberleiter geben. Alter, klingt auch noch so cool. Kann ich
Kann ich hier anbringen? Da kann man sie ja wieder kaputt machen. An dem Motorrad hier? Das geht wirklich? Sekunden. Krass. Böses Auge, nur noch 5 Sekunden. Ah, wenn der Fuse ankommt, das ist eigentlich schon scheiße, ne? Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Naja, warum hat er jetzt den so weit drüber gesetzt? Ich hatte eigentlich weiter nach links. Hm. Ist hier gerade geflogen? Ein böses Auge will noch eingesetzt werden. Schaut mal, überspringt mittlerweile auch die kaputten Kameras, fällt mir gerade auf. Das war mal anders. Oh oh. Keine dicken Einschusslöcher. So nicht, Termit. Da ist das alte einfach besser. Oh Gott, Tür auf. Der Gegner versucht nicht mehr den... Der ist gerade drin. Der ist da rumgerannt. Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindert. Finker war's. Ach, da ist es rein. Ich dachte, es ist vor uns rein. Das klang ganz anders. Das klang wie vor uns. Mist, etwas zu spät. Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Da war C4. Man kann da richtig viel sehen. Schade, dass man es nicht noch bewegen kann, das böse Auge, wenn man tot ist. Naja, man ist halt tot, ne? Sonst hat ja bloß einer die Kontrolle darüber. Nämlich der, der es aufgestellt hat. A4 gegen... Ha, nur noch ein, das sieht sehr gut aus. Termit ist schon tot, Fuse ist schon tot. Ist es wieder Schwarzbart? Alle drei da oben. Wo ist Nummer 4? Hä? Ach, da hinten. Stimmt, die haben wir gerade noch mit der Pistole rumschießen sehen, als ich in die Kamera gegangen bin. Ich bin der einzige Tote, dann werde ich mal den Dienst antreten, für meine Leute in der Garage zu markieren. Hammermann soll es sein. Mal gucken, ob der sich zeigt. Aber er dürfte es nicht gewinnen. Wenn er es gewinnt, ist er der größte Held. Gibt es noch ein Hologramm? Das würde ich irgendwo hier drin aufstellen. Na, ach, die Lebenden dürfen wieder übernehmen. Ich fühle mich so ohne Rechte als Toter. Jetzt wird er sogar zugemacht. Hat er bestimmt Alibi was dagegen. Ja. Damit sie mit sich schnell eingreifen kann, wenn sie mitbekommt. Der Gegner kommt da unten rein. Hm. Siegreich, alle Gegner eliminiert. Frau Frost hat umgebracht. Lord Killfeed. Ja, so, so böse. Wenn du da vor der Tür hockst, dann guckst du nicht auf die Platten. Da guckst du, ob jemand vor dir auftaucht. Garage ist so fies. Als Angreifer. Wobei eigentlich auch als Verteidiger. Ich finde, es ist wie der Geldraum, der bevor umgestaltet wurde. Beidermaßen irgendwie fies. Zumindest kommt es mir so vor. Nun gut, dann bis zur nächsten, hoffentlich noch nicht angeknabberten Partie. Und bis dahin, macht's gut und tschau, tschüss.